Wählen wir irgendeinen hier aus, also den Vertriebsbereich Deutschland Nord, Großhandel und Zubehör. Und wenn wir uns den jetzt angucken, sehen Sie, es kommt ein neuer Knopf hinzu, das sind nämlich die Vertriebsbereichsdaten. Hier sind jetzt Daten hinterlegt, die nur für den Vertriebsbereich gültig sind. Zum Beispiel eine Auftragswahrscheinlichkeit oder eine Währung. Ja, Sie sehen, so richtig sinnvoll ist das an manchen Stellen hier nicht gepflegt. Warum US-Dollar als Währung für ein deutsches Unternehmen hier hinterlegt ist, ist eine gute Frage. Könnten wir, wenn wir jetzt wollten, aber auch ändern. Wir könnten das hier auf Euros ändern. Ja, Sie haben gesehen, ich habe hier oben auf diesem Icon mit dem Bleistift geklickt. Damit komme ich in den Änderungsmodus und kann das jetzt mal speichern. So. An der Stelle jetzt, das muss man einmal verstehen. Das wird Sie immer wieder betreffen und da werden Sie immer wieder vielleicht auch am Anfang drüber stolpern. Objekte wie der Kunde, wie das Material haben Daten, die allgemeingültig sind und Daten, die abhängig von den Organisationsdaten sind. Zum Beispiel alles, was mit Konten zu tun hat, mit Buchungen im Haupt- und Nebenbuch, ist buchungskreisspezifisch, hängt von dem Buchungskreis ab. Um diese Daten zu sehen, müssen Sie entsprechende Organisationsdaten auswählen. Ja, also um die Daten für den Buchungskreis.de zu sehen, muss ich den hier auswählen. Um die Daten für einen bestimmten Vertriebsbereich zu sehen, muss ich den Vertriebsbereich auswählen. Das ist gleichzeitig auch eine Schwierigkeit. Und die werde ich Ihnen jetzt gleich auch einmal zeigen. Wenn wir uns angucken, die Vertriebsbereiche, die dieser Debitor hat, dann sehen Sie, der ist in Deutschland Nord aktiv. So, ich will jetzt aber auch, dass dieser Debitor dem Vertriebsbereich Deutschland Süd zugeordnet ist. So. Jetzt wissen wir, der Debitor existiert im System. Sie wollen dem Debitor einen Vertriebsbereich hinzufügen, was wäre Ihr normales Vorgehen? Wenn ich die Frage stelle in der Veranstaltung, normalerweise welche Transaktion verwendet werden soll, anzeigen, ändern oder anlegen, 99,9% der Fälle würden Sie versuchen, den Debitor zu ändern. Ja, das ist das logische Vorgehen. Versuchen wir das mal. Ja, ändern wir diesen Debitor, den wir gerade hatten. Und ich will jetzt Deutschland Süd, Wholesale und Accessories hinzufügen. Wenn ich das mache, bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung, dass der Vertriebsbereich nicht angelegt ist. So, und das muss man einmal verstehen. Diese Daten, die zu bestimmten Daten gehören, das sind sozusagen eigene Datenbereiche. Und selbst obwohl der Debitor oder auch ein Material existiert, wenn ich Daten die zu einem Organisationsdatum gehören, hinzufügen will, dann muss ich trotzdem über Anlegen gehen. Ich muss die Transaktion Anlegen verwenden, weil ich quasi diesen Datenbereich anlege. Also den Debitor, den wir gerade haben wollen, das war dieser 19.000. Und ich will jetzt eben Deutschland Süd, Wholesale und Accessories Zubehör anlegen. Wenn ich das jetzt ausführe, werden Sie sehen, ja, lande ich jetzt in dieser Transaktion. Ich glaube, wir müssen da auch erstmal gar nichts weiteres pflegen. Das ist schon alles ausge. Na, es gibt noch ein Mussfeld, Versandbedingungen. Wir sehen auch, wenn ich ein Mussfeld nicht auspflege, werde ich direkt automatisch darauf hingewiesen, da wählen wir Standard aus. Ich glaube, jetzt kann ich speichern. Und wenn ich das tue, sehen Sie hier unten eine Meldung, die uns genau das mitteilt, dass das passiert ist, was wir haben wollten. Der Debitor wurde im Vertriebsbereich angelegt. Also dieser Vertriebsbereich wurde dem Debitor hinzugefügt. So. Sie werden später einen Debitor anlegen im Rahmen des Praktikums. An der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis: Immer dann, wenn Sie einen Debitor anlegen, wird auch ein Nebenbuchkonto mit der gleichen Nummer angelegt. Also, wir haben gerade gesehen, es gibt den Debitor 19.000, den ich gerade verwendet habe. Es gibt auch ein entsprechendes Nebenbuchkonto und ein entsprechendes Debitorenkonto mit dieser Nummer. Das passiert automatisch im Hintergrund. So, damit haben wir die Debitoren gesehen. Das nächste,
Was ich Ihnen zeigen möchte, ist das Material. Für das Material schalte ich noch einmal kurz auf meine Folien zurück. Das Material ist so ziemlich das komplexeste Stammdatum, das Sie sich vorstellen können im SAP-ERP-System. Das werden wir in jedem Prozess wiederfinden. Materialien werden produziert, Materialien werden verkauft, Materialien werden eingekauft, Materialien werden eingelagert. Also ob wir von Produktion, Materialwirtschaft, Vertrieb oder Warehouse-Management sprechen, immer ist das Material dabei. Wenn wir uns das Material gleich angucken werden, werden Sie sehen, das Material hat sehr viele Sichten, auf denen Daten enthalten sind. Für den Vertrieb sind erstmal nur diese vier Sichten relevant. Die werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Das überspringe ich, das zeige ich Ihnen gleich im System. So, hier können Sie schon mal sehen, die ganze Schönheit, die ganze Komplexität der Materialstammdaten. Warum ich jetzt gerade auf die Folien gegangen bin, ist, wir haben versucht, die Materialien, die Global Bike herstellt und vertreibt, für Sie ein bisschen anschaulicher zu machen. Das finden Sie in den Folien, die Grundlagen heißen. Ich habe das nur hier nochmal hierher kopiert, weil es hier reinpasst. Und im Lehrbuch finden Sie diese Grafiken auch. Also, wir werden ganz viel mit Fahrrädern arbeiten. Es gibt Touring-Bikes, Profi und Deluxe und es gibt Mountainbikes. Ja, die haben wir versucht hier darzustellen. Also, im ersten Praktikum werden Sie mit einem Material arbeiten, das heißt DXTR1, gefolgt von Ihrem Kürzel. Das ist das Deluxe Touring Bike Schwarz. Ja, das sieht ungefähr so aus. Jetzt können Sie sich das ein bisschen besser vorstellen. Hier auch nochmal in Groß. Auf dem PDF kann man schlecht auf einen Play-Button klicken, aber da gibt es auch unter der Quelle, die Sie in den Folien finden, gibt es sogar Videos, die das Ganze dreidimensional darstellen. Wenn Sie sich das angucken möchten, können Sie das tun. Und so gibt es für jedes Material, das wir verwenden werden, gibt es so eine kleine Grafik. Also das sind zum Beispiel die Bestandteile, aus denen ein Fahrrad besteht. Das werden wir in der Produktion sehen. Das ist ein Bremsenkit, ne, der besteht aus einer Bremsscheibe, einer Bremse und Bremszylindern, eine Kette, Bauteile für eine Kettenschaltung und so weiter. Das ist sehr einfach. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das ein realistischer Materialsatz für ein Fahrrad ist, aber einfach für das, was wir Ihnen zeigen wollen in der VR-Lesung, reicht das aus und so können Sie es vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Hier mal noch eine Grafik, die die Rohstoffe darstellt und das sind die Materialien, die Handelswaren, die Global Bike vertreibt. Ich glaube, Helme verkaufen Sie auch in der ersten Fallstudie. Jetzt haben Sie das Ganze mal gesehen. So sieht das, so können Sie sich diese Materialien vorstellen. Wie sehen die im SAP-System aus? Im SAP-System finden wir die Materialien nicht im Vertrieb, sondern die müssen wir in der Materialwirtschaft suchen. Da gibt es den Materialstamm und da gibt es das Material. Anlegen, ändern und anzeigen. Sie wissen, anzeigen ist immer mit 03 am Ende. Deshalb könnte ich auch hier, ich weiß die Transaktion auswendig, Sie können die am Ende des Semesters auch, mit MM03 kann ich mir die Stammdaten zu einem Material anzeigen. Ich verwende jetzt das Deluxe Touring Bike in Schwarz für meinen Benutzer. Die Nummer weiß ich auswendig, weil ich das so oft gemacht habe. Sie müssten die Suchhilfe bemühen. Und dann sehen Sie hier die Vielzahl der Sichten, die es zu einem Material gibt. Die werden wir nach und nach kennenlernen. Für den Vertrieb ist erstmal nur diese Vertriebssichten relevant. Die Grunddaten und die Vertriebssichten, die wähle ich jetzt mal aus. Jetzt muss ich wieder die Organisationsdaten eingeben, zu denen ich die Stammdaten sehen will. Machen wir mal das Werk in Heidelberg. Verkaufsorganisation ist dann Deutschland Süd. Und der Vertriebsweg nehmen wir Wholesale, Großhandel. So, und jetzt sehen wir hier die Daten zu dem Material. In den Grunddaten finden wir zum Beispiel sowas wie den Namen des Materials und seine Bezeichnung.
mit welcher Mengeneinheit das Material verkauft wird. Das ist in unserem Beispiel immer Stück, also each, aber Mengeneinheiten, da gibt es alles Mögliche, was Sie sich vorstellen können. Von Zoll über Kubikzoll, Quadratzentimeter und so weiter. Also Sie könnten damit alles Mögliche an Materialien abbilden. Weiter unten finden wir sowas wie Brutto- und Nettogewichte und die zugehörige Gewichtseinheit, das ist in dem Fall Gramm, also das Fahrrad wiegt 8,5 Kilo. Grunddaten 2, gibt es noch weitere Daten. Hier ist jetzt nichts, was wir irgendwie verwenden werden im Rahmen des Praktikums. Da können Sie aber zum Beispiel sowas hinterlegen wie eine Gefahrenkennzeichnung. Wenn Sie jetzt ein Material haben, das irgendwie gefährlich ist, dann können Sie eine Gefahrenkennzeichnung hier hinterlegen. Spannend ist dann noch die Vertriebssichten. Sie sehen, hier werden einige der Daten auch wiederholt. Daten, die wir vorher schon auf den Grunddaten gesehen haben, wie den Namen des Materials, werden hier wiederholt. Aber hier finden Sie jetzt auch eben Daten, die spezifisch sind, zum Beispiel für den Organisationsdaten, Verkaufsorganisation Deutschland Süd und Vertriebsweg Großhandel ist das Auslieferungswerk, das Werk in Heidelberg. Und das ist natürlich was, das können Sie nicht allgemein festlegen auf Materialebene, sondern das hängt jetzt hier eben von Ihrem Vertriebsbereich ab. Nur dann, wenn Sie die Daten hier angegeben haben, Vertriebsbereich, dann finden wir hier den Button Konditionen. Unter den Konditionen finden Sie jetzt die Stammdaten, die Konditionsstammdaten zu diesem Fahrrad. Ja, also dieses Fahrrad soll einen Grundpreis haben, Konditionsart PR00 von 3.000 Euro. Wenn wir einen Vertriebsbeleg, zum Beispiel einen Kundenauftrag anlegen, werden Sie noch sehen, da taucht diese Kondition wieder auf. So. Warum macht das Sinn, dass die Konditionen irgendwie vom Vertriebsbereich abhängen? Natürlich wollen Sie wahrscheinlich den Kunden im Großhandel andere Konditionen anbieten als Kunden, die direkt im Internetvertrieb Fahrräder bestellen. Die Konditionen, die kann man sehr fein schachteln. Das kann bis zu kundenindividuellen Konditionen gehen. In unserem Beispielsystem sind die Konditionen für alle Bereiche gleich. Aber diesen Knopf Konditionen hängt eben vom Vertriebsbereich ab und die sehen Sie nur, wenn Sie ihn ausgewählt haben. Und dann gibt es hier noch die Verkaufsorganisationsdaten 2. Auch da gibt es jetzt irgendwie noch Daten, die Sie pflegen könnten, die für uns aber nicht relevant sind. Und ich glaube, ich hatte jetzt noch einen Button ausgewählt, nämlich den hier. Die Werksdaten, da ist jetzt nochmal Informationen darüber, wie diese Materialien versendet werden. Zum Beispiel, dass die auf Paletten gelagert sind und dass sie einen Hubwagen brauchen, um die zu versenden. So, also was das Ihnen schon zeigt, ist hier, das Material hat unglaublich viele Sichten mit unglaublich vielen Daten, die Sie erfassen könnten. Ja, je nachdem, welche Sicht Sie auswählen, müssen Sie zusätzliche Organisationsdaten auswählen. Das werden wir nach und nach uns erarbeiten im Rahmen der Vorlesung. Jetzt haben Sie mal eine erste Sicht, wie so ein Material aussieht. So, jetzt haben wir die Materialien gesehen. Dann muss ich noch mal drauf gucken. Konditionen haben wir gesehen. Ich springe noch mal auf meine Folien zurück. Das Letzte, was noch fehlt, sind die Nachrichtenstammdaten. Über die Nachrichtenstammdaten ist hinterlegt, wie die Kommunikation mit einem Kunden erfolgt und wie der Informationen übermittelt haben möchte. Klassisch, was Sie vielleicht kennen, Angebot wird per Post verschickt oder per E-Mail. Es gibt hier aber noch im ERP-Kontext eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel eine elektronische Schnittstelle, so eine EDI-Schnittstelle existieren. Oder es soll eine XML-Datei erstellt werden. Oder per Fax, oder. Es gibt die verschiedensten Arten und Weisen, wie Nachrichten zu einem Kunden kommen können. Oder später auch, wie Sie Nachrichten von einem Lieferanten bekommen können. Und das ist über die Nachrichtenstammdaten hinterlegt.
Das werden wir nicht im Detail sehen. Das wird im Praktikum einmal bei Ihnen auftauchen. Sie werden sich nämlich zum Beispiel das Kundenangebot und die Kundenrechnung ausdrucken und dann, das wird so ein PDF generiert werden, wie dieses PDF aufgebaut ist und dass da ein PDF aufgebaut ist, das ist in den Nachrichtenstammdaten hinterlegt. So. Und damit sind wir jetzt einmal durch die Stammdaten durch. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind wir jetzt schon eine Viertelstunde. Was ich jetzt nochmal machen würde zum Abschluss, nachdem wir jetzt die Stammdaten und die Organisationsdaten gesehen haben, ich zeige Ihnen noch einmal ganz kurz die Bewegungsdaten. Und zwar machen wir das jetzt nicht anhand der Folien und ich werde auch nicht den kompletten Prozess durchgehen, sondern für die Bewegungsdaten zu zeigen, machen wir das jetzt einfach so, dass ich Ihnen mal ein Bewegungsdatum anlege und zeige, wie das im SAP-System aussieht, nämlich den Kundenauftrag. Kundenauftrag, weiß ich zufällig auswendig, ist die Transaktion VA01. Die können Sie aber auch hier finden im Vertrieb unter dem Verkauf den Auftrag anlegen, also VA01. Ich verwende die Transaktion, das geht schneller. Hier muss ich eine Auftragsart festlegen. Nehmen wir mal den Terminauftrag. Und ich muss jetzt entsprechend noch Organisationsdaten kann ich angeben, kann ich aber auch ermitteln lassen in dem Moment, wo ich eben den Kunden und das Material auswähle. Ich gebe jetzt nur mal Terminauftrag an. Jetzt sehen Sie die Sicht eines Auftrags, eines Kundenauftrags. Der ist aufgebaut, wie das eigentlich fast immer mit den ja, Belegen, mit den Bewegungsdaten im SAP-System ist. Sie haben so Kopfdaten, allgemeine Daten, die für den ganzen Auftrag gelten und hier unten verschiedene Positionsdaten. So, den Auftrag legen wir jetzt an für einen unserer Auftraggeber. Ich suche mir den mal. Immer dran denken, den korrekten Suchbegriff auszuwählen. Und wir bleiben hier in der Gegend und nehmen Fraport aus Bochum. Was ich jetzt machen werde, ich werde einmal mit Enter bestätigen. So, Sie sehen jetzt, da ich keinen Vertriebsbereich für den Beleg ausgewählt habe, für den Kundenauftrag, muss ich jetzt einen auswählen. Wir werden gleich ein Fahrrad bestellen und das ist Großhandel, deshalb nehme ich Deutschland Nord, Bicycles und Großhandel. Ich bekomme jetzt eine Warnung, dass ich eine Bestellnummer eingeben muss. Das ist die Bestellnummer, ja, die ich vielleicht von dem Kunden übermitteln will. Das ist eine andere Nummer, als automatisiert im System generiert werden wird. Ich kann hier jetzt irgendwas eingeben, das einen eigenen Freitextfeld. Ich gebe hier jetzt mal Demo, Vorlesung SD ein, SD1. Wenn ich das Feld gefüllt habe, dann kann ich jetzt die rechtlichen Felder befüllen. Sie sehen hier schon, das Hundsliefer-Datum wird auf den 1.4. gesetzt. Das hängt damit zusammen, werden wir uns noch im Detail angucken, dass viele Zeiten, zum Beispiel Zeit für eine Lieferung, auf Null gesetzt sind in unserem Beispielsystem. Das ist nicht so richtig realistisch. Also wenn ich heute bestelle, Wunschlieferdatum von heute, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber was wir jetzt zuerst mal machen, wir geben ein Material ein, das bestellt werden soll. Dafür verwende ich dieses Fahrrad DXTR 1000. In der Auftragsmenge nehmen wir mal 10. Wir sehen schon jetzt, sind wir auf die Verfügbarkeitskontrolle gewechselt. Der Hintergrund ist, dass in dem Auslieferungswerk, das hier hinterlegt ist, HH00, es keinen Bestand gibt. Und jetzt sagt uns diese Sicht, diese Menge von 10 Fahrrädern können wir frühestens am 12.04. liefern. Es gibt einen Liefervorschlag für eine vollständige Lieferung, den wählen wir aus. Was hier im Detail passiert, erkläre ich Ihnen in der nächsten Vorlesung. Das wird bei Ihnen im Praktikum auch nicht aufkommen, weil Sie werden das Werk wählen, in dem genug Material auf Lager ist. So, und damit habe ich jetzt einen Auftrag vollständig angelegt.
Das ist ein Kundenauftrag, den ich jetzt speichern kann. Und damit sind wir jetzt in dem Prozess, den wir uns ganz am Anfang mal angeguckt haben. Da springe ich jetzt noch mal hin. Muss ich mir eine Sekunde geben, bis ich dahin navigiert bin. Wo ist das? Hier. Damit sind wir jetzt im Kundenauftragsprozess an dieser Stelle. Wir haben einen Kundenauftrag angelegt. Das hier habe ich alles übersprungen, gerade in dem Beispiel. Kunde musste ich auch nicht anlegen. Ich habe einen existierenden Kunden verwendet, also bin ich direkt hier eingestiegen mit einem Kundenauftrag. Und die nächsten Schritte wären jetzt eben die Auslieferung anlegen, Ware kommissionieren, Ware versenden und so weiter. So. Ich denke, das reicht für die erste Vorlesung im Bereich SD. Das war jetzt schon sehr viel Information für Sie auf einen Schlag. Was Sie jetzt im Rahmen des Praktikums machen werden, Sie werden diesen Kundenauftragsprozess, den Sie hier sehen, einmal selbst durchführen. Also mache ich den nochmal schön sauber. Den Prozess werden Sie einmal selbst durchführen. Versuchen Sie zu verstehen, was Sie da tun. Versuchen Sie, dieses Praktikum nicht einfach nur durchzuklicken, sondern überlegen Sie sich immer, in welcher Rolle sind Sie gerade unterwegs, was tun Sie gerade. Versuchen Sie das vielleicht auch im Kopf immer mal wieder auf dieses Bild abzubilden. Und wenn Sie das getan haben, werden wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Vorlesung einsteigen und uns angucken, was es in diesen einzelnen Prozessschritten für Besonderheiten gibt. Also nächste Woche werden wir sind jetzt einmal im Vertrieb hier und nächste Woche werden wir insbesondere uns das angucken. Jetzt als kleine Vorschau zu sagen, welche Belege werden denn wo angelegt? Belege und Bewegungsdaten, die Unterscheidung oder wie ich den Begriff verwende, erzähle ich Ihnen nochmal nächste Woche im Detail. Und danach gucken wir uns verschiedene Teilprozesse an, nämlich diese hier, Konditionen pflegen, Verfügbarkeit prüfen, wie wird der Versand terminiert und so weiter. Und werden dann sehr im Detail auch noch analysieren, das, was Sie im Praktikum gemacht haben. Das erzähle ich Ihnen jetzt aber nicht alles auf einen Schlag theoretisch, das würde Sie erschlagen und Sie würden es nicht verstehen, sondern wir führen jetzt als erstes mal das Praktikum durch und dann gucken wir es uns nächste Woche gemeinsam nochmal im System an. So, das war's für heute. Viel Spaß beim Praktikum. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich bitte im Forum. Wenn es Fragen gibt, gerne auch. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, gute Zeit und bleiben Sie gesund.